Willkommen, meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Herzlich willkommen bei der zweiten Liga-Prognose. Wir haben keine Freitagsspiele in der zweiten, wie auch in der ersten Liga, was natürlich an der Länderspielpause liegt. Trotzdem beginnen wir direkt jetzt mit dem ersten Spiel, das ist Karlsruhe gegen Holstein Kiel. Bei Holstein Kiel ist ganz klar ein Aufwärtstrend zu erkennen. Beim KSC, der tut sich noch etwas schwer, ist momentan im Tabellenmittelfeld, aber vor Holstein Kiel. Aber wie gesagt, ist der Aufstiegstrend ganz klar bei Kiel zu erkennen und deswegen tippe ich bei diesem Spiel auf ein 3:1, also ein Auswärtssieg für Holstein Kiel. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Wenn euch das Video gefällt und ihr mehr sehen wollt, liked das Video und abonniert den Kanal. Das nächste Spiel ist Ingolstadt gegen Werder Bremen und Werder Bremen muss sich jetzt langsam mal fangen. Sie sind jetzt in Ordnung in die Saison gestartet, sie haben einiges an Aderlass aufweisen müssen in dieser Saison, an was die Qualität im Kader betrifft. Ingolstadt, das ist ein Abstiegskandidat und ich glaube deswegen auch, dass Werder Bremen hier mit einem 2:1 Auswärtssieg trainieren kann. Das nächste Spiel ist dann Hannover 96 gegen St. Pauli, immer noch am Samstag um 13.30 Uhr. Für mich ist das ein Spiel relativ auf Augenhöhe, von der Tabelle ganz und gar nicht. Hannover hat bis jetzt 4 Punkte geholt, das sind St. Pauli schon ganze 10. Nichtsdestotrotz finde ich, dass beide Mannschaften von der Kaderqualität relativ auf einer Augenhöhe sind und auch Hannover hat mir, da hat mir einfach die Spielweise gefallen und deswegen gibt es hier ein 2:2 Unentschieden. Das nächste Spiel, das letzte am Samstag, ist HSV gegen Sandhausen. Ja, Hamburg muss dieses Spiel gewinnen und ich habe schon in der letzten Prognose, meine ich, gesagt, dass mir das Spielstil vom HSV extrem gefällt und deswegen tippe ich hier auch auf ein 4:1 Sieg, also ein klares Ding bei Hamburg gegen Sandhausen. Das erste Sonntagsspiel ist dann Erzgebirge Aue gegen Düsseldorf. Ja, die Auer, die sind eben auch ein Abstiegskandidat, ähnlich wie Ingolstadt oder auch Sandhausen, währenddessen Düsseldorf dem relativ enttäuscht. Die waren schon in diesem oberen Tabellendrittel. Ja, da hat man sie einfach gesehen vor dieser Saison. Und klar ist noch nichts vorbei und ich glaube, dass sie hier wieder ein paar Schritte in dieses Drittel machen können mit einem 2:0 Sieg. Das nächste Spiel ist dann Heidenheim gegen Dynamo Dresden. Der Aufsteiger ist also in Heidenheim. Und für mich ist Heidenheim hier die bessere und deswegen auch die siegreiche Mannschaft. Mein Tipp ist hier ein 2:1. Dresden ist super in die Saison gestartet, aber langsam werden sie sich, denke ich, im Tabellenmittelfeld einpendeln. Der Tabellenführer spielt dann gegen Nürnberg, auch wieder am Sonntag um 13.30 Uhr. Ja, die Niederlage am letzten Spieltag hat schon etwas wehgetan, aber es war auch ein relativ knappes Spiel gegen St. Pauli. Ich will jetzt nicht sagen, Regensburg hat unverdient verloren, das wäre ein bisschen zu viel, aber trotzdem haben sie einfach gut gespielt und deswegen ist hier für mich bei Nürnberg auch ein 1:0 Sieg drin. Das vorletzte Spiel ist dann Rostock gegen Darmstadt. Die Darmstädter, da habe ich mal richtig gut getippt. Dieses 3:3 habe ich richtig getippt am letzten Spieltag und ich glaube, sie werden dieses Spiel auch gut bestreiten können und am Ende mit einem 1:0 Sieg zu nach Hause fahren. Und das letzte Spiel an diesem Spieltag ist Paderborn gegen Schalke 04 und bei diesem Spiel tippe ich auf einige Tore, 5 Tore insgesamt. Ich glaube, dass Schalke einfach noch nicht gefestigt ist und Paderborn hat noch kein Spiel in dieser Saison verloren. Ich tippe hier auf ein 3:2 für SC Paderborn. Das waren unsere ganzen Tipps. Wir schauen noch kurz auf die Tabelle. Die Top 3 bilden Regensburg, Paderborn und St. Pauli, währenddessen die Bremer mit 11 Punkten auf Platz 4 relativ nah ankommen können. Der HSV und Schalke sind noch ein bisschen im Tabellenmittelfeld vertreten und im Abstiegskampf haben wir Ingolstadt, Sandhausen und Erzgebirge Aue. Ich hoffe, die kleinen Prognosen hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine lieben Freunde, und ciao, ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert diesen Kanal und liked das Video.